Aspasia. Oh, Cassandra. Du bist zurück in Athen. Was davon übrig ist. Unsere Welt zerfällt unter unseren Füßen. Das sieht nicht gut aus. Wir müssen uns zusammenreißen. Traurig. Aber dich hat es nicht umgebracht. Das stimmt. Traurig, aber alles, dich hat es... Alles, was Pericles aufgebaut hat, wird zerstört. Draußen herrscht das Chaos. Die Menschen vergessen, was es heißt, menschlich zu sein. Ich muss mit dir reden. Ich fand einiges über meine Mutter heraus. Ihren Namen, ihr Schiff. Cassandra, jetzt ist nicht die Zeit. Pericles liegt im Sterben. Er weist mich ab und lässt Hippokrates nicht zu sich. Er plappert nur noch von seinem kostbaren Parthenon. Das mit der Pericles tut mir leid. Ich muss über meine Mutter, Mirene, sprechen. Komm, sie hat völlig recht. Das ist ein bisschen deplatziert. Pericles ist ein starker Mann. Er kann die Krankheit besiegen. Du hast sie gehört. Er kann sich nicht verteidigen. Er wird ohne Ruhm sterben. Die Athener kennen ihn schon viel länger als diese Seuche. Er gab ihnen eine Stimme. Seine Errungenschaften sprechen für ihn. Oh. Pericles braucht einen Arzt und mich wird er nicht zu sich lassen. Dich respektiert er. Könntest du zu ihm gehen? Ich versuch's. Wenn du es tust, nehme ich mir die Zeit und wir reden über deine Mutter. Doch erst braucht er deine Hilfe. Einverstanden. Aber was kann ich tun? Wie geht's nochmal hier hoch? Ja, das Zimmer ist ein bisschen ramponiert worden wahrscheinlich. So. Was passiert, Meister? Ich sagte doch. Ich bin's, Cassandra. Ja, tritt ein. Es ist mir peinlich, dass jemand mit deiner Stärke mich so sehen muss. Du siehst gut aus. Du siehst nicht gut aus. Ach, ein bisschen positiv hier. Du siehst so gesund aus wie immer. Sagt das Aspasia, dann wäre sie auch nicht so besorgt. Ich bring dir Medizin. Ah, ja. Meistens kommt Phoebe, um sie mir zu bringen. Wenigstens lebe ich noch. Auch wenn ich von meiner Stadt nicht dasselbe sagen kann. Sie ist ein Schatten ihrer selbst. Nun, jetzt wird sie Kleon gehören. Er muss sie aus diesem traurigen Zustand befreien. Ja. Ja. Ich möchte es mit eigenen Augen sehen. Gehen wir auf den Balkon. Vieles hat sich verändert. Ich kann mich nicht mal gerade halten, um dem Tod stolz ins Gesicht zu sehen. Du wirst schneller gesund werden, wenn du Hippokrates zu dir lässt. Meine Zeit ist gekommen. Vor der Seuche sind alle gleich. Ich habe Athen enttäuscht. Das Volk. Was passiert? Nein, hast du nicht. Es ist nett, aber falsch. Was passiert, muss beschützt werden. Ebenso Athen. Ich dachte, ich hätte Athena genug geopfert. Aber anscheinend nicht. Ich sollte dort, auf den Straßen sein. Du würdest überwältigt. Es wütet ein Mob und Kleon tut nichts, um ihn zu besänftigen. Den Göttern sei Dank, dass Kleon mich nicht so sieht. Doch für mehr kann ich ihnen nicht danken. Sie haben mich verlassen. Gib nicht den Göttern die Schuld. Es könnte halt wirklich sein, dass die Seuche entweder vom Kosmos oder von den Spartanern angebracht oder also so Biowaffen waren ja schon ja so lang, also die gibt's schon so lange wie die Menschheit ungefähr. Die Götter sind nicht schuld, sondern die Welt. Sie steht auf dem Kopf. Athens Schicksal ist besiegelt. Jetzt können wir nur noch warten. Du solltest wieder hineingehen. Du brauchst Ruhe. Wo ich hingehen sollte, ist in dem Parthenon, mein größtes Vermächtnis an Athen.
Wir brauchen den Segen der Götter. Aber Aspasia... Aspasia hat recht. Das hat sie meist. Doch dieses Mal nicht. Ja, ich gehe hinein. Hab Dank, Cassandra. Sag meiner Aspasia, ich hätte brav die Medizin genommen. Na gut. Ich hab brav die Medizin. Ach, wie süß. Ich kann einfach eigentlich die Cam auslassen. Naja, oder sie ist einfach da, weil die in Athen vor sich hin stinken. Herikles ließ mich ein. Er nahm die Medizin ohne zu murren. Vielen Dank. Stimmt etwas nicht? Ich hätte Phoebe längst zurückerwartet. Ich sah sie in der Menge draußen. Hast du sie irgendwo hingeschickt? Ich schickte sie zu Anastasios, um eine Fähre zu suchen. Sobald Perikles wieder stark genug ist, verlassen wir Athen. Wir müssen. Und nun machst du dir Sorgen. Bestimmt ist alles in Ordnung. Ja, du hättest sie nicht schicken dürfen. Sie kommt schon wieder. So ein kleines Mädchen gegen, also rauszuschicken beim wütenden Mob ist... Aspasia, es grassiert eine Seuche. Du weißt, was los ist. Sie ist noch ein Kind. Zoll ihr den Respekt, den sie verdient. Sie ist kämpferischer, als ich es in ihrem Alter war. Ich sagte Perikles, dass der Kult in Athen ist. Es ist zu gefährlich. Der Kult? Ich dachte, da spreche die Krankheit aus ihm. Ich werde nach ihr suchen. Wo ist Anastasios Haus? Es liegt gegenüber vom Odeion des Perikles. Chere. Ach, na dann. Hat mich sowieso gewundert, dass die Kleine so lange überlebt. Also wenn sie bis jetzt überlebt hat, steht es eigentlich ganz gut, dass sie bis jetzt überlebt hat. Also oder überlebt das Spiel. Ist auch eine geile Antwort, denn die ist stärker als ich damals, ja, und deswegen kann sie nicht krank werden, oder was? Ja, und ja, weil nee, der wütende Mob ist halt auch noch da, also naja, okay, dann schauen wir mal. Rappen. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich weiß nicht, wie... Das ist der richtige Ort. Ach, da ist das Theater. Ah, gut. So. Dann finden wir sie mal und holen sie zurück. Wieso liegen hier so viele Säcke drauf? Ja, wie schon gesagt, Mob. Das ist barbarisch, um eine Botschaft zu senden. Das Erste, was der Mob tut, ist die Reichen angreifen. Zum Glück war Phoebe nicht hier. Hoffentlich ist sie in Sicherheit. Woher weißt du, dass sie nicht hier war? Deimos muss eine Drohung wahrgemacht haben. Ja, wobei der Mob war nicht hier, wenn
denn hier das Ganze noch hier ist. Das wird hier gar nicht mehr gebraucht. Schütze Fibbel vor der Wacht des Kults. Höbe! Nein! Hey! Halt! Höbe! Na endlich! Na endlich? Hat das eine Falle? Nein, ganz sicher nicht. Also gerade funktioniert es ganz gut für mich. Leb wohl. Erwarte kein Mitleid von mir. Erde, Mutter von allem, ich grüße dich. Ja. Ja. Cassandra, geht es dir gut? Ich muss mit Aspasia sprechen. Erst müssen wir Pericles finden. Er wird vermisst. Das ist mir scheißegal. Sag mir, wo Aspasia ist. Cassandra. Es tut mir leid, Phoebe. Aspasia wollte am Parthenon nach Pericles suchen. Sie sollte dort sein. Ich glaube, wir gehen besser mit dir. Ich stimme zu, mein Freund. Ich stimme zu. Ja. Athens letzte Hoffnung. Ja. Fand sie echt schön inszeniert, muss ich echt sagen. Aber, das wäre halt... Es ist halt immer so offensichtlich. Also, ja. Ist halt die Ubisoft, wie sagt man dazu? Wie sagt man dazu? Das macht halt der Ubisoft immer so. Naja. Aber ganz ehrlich, ich dachte, also war schon so, wahrscheinlich stirbt sie jetzt. Aber weil bei der Quest stand, suche Phoebe und bring sie zurück, dachte ich echt, okay, dann stirbt sie vielleicht doch nicht. Naja. Da bist du ja, Cassandra. Beeilung! Pericles könnte da drin sein. Endlich gefahren. Wieso schaut sie uns jetzt so an? Was ist endlich gefahren? Ich sehe doch nur ein bisschen müde und traurig aus, Mama. Phoebe wurde getötet von Kultisten, bevor ich bei ihr war. Oh nein, arme Phoebe. Sie starb allein auf der Straße. Nein, du fandest sie. Sie war nicht allein. Ich weiß, wie gut ihr befreundet wart. Damit lasse ich sie nicht davonkommen. Du musst kämpfen.
Für sie. Aspasia, du bist hier. Gibt's eine Spur von Perikles? Wenn er hier ist, dann betet er drinnen. Er wollte nicht in der Sicherheit der Villa bleiben. Es wird immer schlimmer auf der Agora. Es ist Wahnsinn. Sprich später und handle jetzt. Perikles, da! Los! Ich werde alles zerstören, was du je erschaffen hast. Athen gehört mir. Perikles! Komm mir nicht in die Quere. Oh, das war ein Fehler. Easy. Alles ist verloren. Er war ein großer Mann. Vielleicht größer, als uns allen bewusst ist. Wir müssen sie aus Athen herausbringen. Wir nehmen mein Schiff. Wir müssen gehen. Er darf nicht umsonst gestorben sein. Niemals. Die krasse Statue. Voll nice. Und wie sie den jetzt einfach da liegen lassen. Wir müssen uns beeilen. Bleib bei mir, zur Sicherheit. Eigentlich schon lustig, dass unser Bruder... Ich glaube, da kann ich nicht mehr hin. Ich weiß es nicht ganz sicher. Ich fände es ganz lustig, dass unser Bruder einfach so verschwunden ist. Ich meine, es gab nur einen... Ey, nicht streiten. Es gab nur einen Ausgang, ne? Und da sind wir rein. Stopp! Leon hat befohlen, dass niemand Athen verlässt. Und er will, dass wir Aspasia zu ihm bringen. Ich gehe nicht. Geh! Lass sie nicht fliehen! Für die Götter! Aber das hat mich überrascht. Ja, darf ich gerne versuchen. Ja, okay, die versuchen es jetzt. Und sie werden es nicht schaffen. Wie meine Mannschaft da einfach zuschaut, ne? Die Luft ist rein. Gehen wir. Hinten in der Statue geht's schon mal. Ah, Sandra. Was? Warum? Ich werde gebraucht. Ich kann die Athener in diesem Zustand nicht verlassen. Du brauchst uns nicht, um Aspasia zu schützen. Überlasse Athen uns. Man wird euch töten. Athen ist am Ende. Ja, ich weiß nicht, ob die getötet werden. Der Schrei von den Typen gerade. Fand es auch geil, wie die beiden so quatschen, wenn du die Typen tötest. Ja, also ist ja nichts Besonderes bei mir. Athen ist am Ende, man wird euch töten. Ja. Ihr wisst, was mit Perikles geschah. Soll mit euch dasselbe geschehen?
Wenn alle Gegenstimmen verschwinden, wird sich das Volk nicht gegen ihn wenden. Man braucht mich hier. Bist du sicher? Ich lebte als ein Athener und ich sterbe auch als ein Athener. Dann tut mir einen Gefallen, ihr beide. Natürlich. Wie die Wache. Bergt Phöbes Leichnam. Gebt ihr ein anständiges Begräbnis. Alles, was sie verdient. Und mehr. Vielen Dank. Wir müssen los, Cassandra. Und ich erwarte, dass ich euch beide wiedersehe. Lebend. Je weiter Athen hinter uns liegt, desto stiller wird es. Als wäre es friedlich. Doch ich weiß es besser. Tut mir leid, Aspasia. Wegen Perikles. Und Athen. Du musst dich nicht entschuldigen. Für gar nichts. Ich tat, was ich konnte. Ich hätte mehr tun müssen. Ja, was hätten wir mehr tun können? Ja, vielleicht nicht so viel mit den Nebenquests machen. Es kommt mir vor, als hätte ich alle enttäuscht. Ich habe sie nicht rechtzeitig erreicht, traf nicht die richtigen Entscheidungen. Du bist nicht schuld. Niemand ist daran schuld, außer dem Kult des Kosmos. Ich lasse jeden Einzelnen um Gnade winseln, bevor ich sie töte. Die Zeit wird kommen. Richten wir den Blick auf die Zukunft. Hast du ein Ziel im Sinn? Ich habe gehofft, du könntest mir dabei helfen. Ja, natürlich. Diese Frau. Phönix. Ihr Schiff hieß Klang der Sirenen. Phönix. Ja, ich kenne den Namen. Das Letzte, was man weiß, ist, dass ihr Schiff vor der Insel Naxos lag. Dann fahren wir nach Naxos und suchen Phönix. Ach, wie geil. Das ist ja eine fette Karte. Okay, das ist geil. Das ist mega. So, Zwischensequenz fertig. Nice. Gut, Gebete einer Mutter. Wir müssen, also mir kam gerade, wir müssen ja die eine, die da hinten noch sitzt, nach Hause bringen. Ich finde es ja so lustig, weil bei dem Zeitpunkt, wo du gerade bist, habe ich schon fast die ganze Karte aufgedeckt. Nice. Ziemlich praktisch, wenn man dann die Quest spielt und sich überall einfach hinbeamen kann. Das stimmt. Das stimmt. Aber ist ja auch schön hier. Stimmt, also wir sollten mal, also nach der Quest. Würde ich vielleicht dann erstmal die Hauptquest ein bisschen low halten. Weil, ja, wir haben noch fast nichts aufgedeckt. Also, okay, die, ja. Ein Viertel vielleicht? Nee, ein Drittel. Ein Drittel. Oh, die ganze Insel müssen wir noch abfrühstücken. Jam, jam, jam. Voll lustig, ja. Wir wollten eigentlich den einen Typen, den einen Kosmos-Typen finden. Sind nach Athen rein und bam. Schön. Gut, aber wieso haben wir jetzt ein... Also wir haben Athena Leute getötet, deswegen haben wir wahrscheinlich ein Bodyguard. Okay. Bounty auf uns. So, das Blöde ist, da sind Piraten.
Ah, vielleicht machen die nichts. Da sind auch nochmal Piraten. Ich find's super lustig oder super cool, dass die ganzen Lieder einmal mit Schnauze mit Frauenchor und mit Männerchor aufgenommen haben. Ja, wir fahren einfach weiter, ich hab gerade keinen Bock. Schützen! Bereit halten! Seh nur! Reibkuh! Ja! Angriff! Entschuldigung, Entschuldigung. Ihr könntet ja auch mal für uns kämpfen. Ja, ich glaube, sie kämpfen jetzt für uns. Ups, Entschuldigung. Zu viel Verkehr. Die A8 ist ein bisschen verstopft. Warte, wo müssen wir hin? Da. Oh, ist sowieso eh. Okay, es ist egal, wie rum wir fahren.